Der ukrainische Außenminister Kuleba will wegen mutmaßlicher Drohnenlieferungen an Russland die diplomatischen Beziehungen zum Iran abbrechen. In den letzten Tagen hat es in der Ukraine verstärkt Angriffe mit sogenannten Kamikaze-Drohnen gegeben. Inzwischen hat Teheran Russland offenbar die Lieferung von weiteren Drohnen und ballistischen Raketen zugesichert, was das Verhältnis zu den USA und Europa weiter belasten dürfte. Rauch über Kiew. Die russische Armee soll in den letzten Tagen verstärkt Drohnen aus iranischer Produktion auf die Energieversorgung und auch Städte abgeschossen haben. Der New York Times zufolge soll der Iran Ausbilder in die Ukraine geschickt haben, um russischen Truppen mit den gekauften Drohnen zu helfen. Für Präsident Selenskyj sind die Lieferungen ein klares Zeichen. Es beweist der Welt nur noch mehr, dass Russland auf dem Weg der Niederlage ist und versucht, jemand anderen zu seinem Komplizen des Terrors zu machen. Sowohl Russland als auch der Iran bestreiten die Vorwürfe. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigt derweil an, Systeme zur Drohnenabwehr zu liefern, um das Land bei der Verteidigung gegen Drohnen aus iranischer Produktion zu unterstützen. Die USA hatten bereits vor Monaten vor den Plänen Moskaus und Teherans gewarnt. Wir werden weiterhin alle US-Sanktionen sowohl gegen den russischen als auch gegen den iranischen Waffenhandel energisch durchsetzen und es dem Iran erschweren, diese Waffen an Russland zu verkaufen. Die iranischen Waffenlieferungen an Russland sollen Diplomaten zufolge heute im UN-Sicherheitsrat besprochen werden. Die Lage in der Ukraine bezeichnet der russische Oberbefehlshaber Surowikin unterdessen als angespannt. In der russisch besetzten Stadt Cherson erwarten sie einen massiven ukrainischen Angriff zur Befreiung der Stadt. Erst Ende September verkündete Putin den Anschluss des Gebietes an Russland. Der Verwalter der Region kündigte die Evakuierung von Zivilisten an. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.